Hi. Es ist mein lieben Zwerge Gnome Hobbits und Eglardüm zu einem neuen Video, zu einem neuen Selbstvlog. Was macht ihr denn da? Das ist aber ein bisschen. Naja, was soll's. Ich habe heute was vor, das zeige ich euch gleich. Jetzt habt ihr auf jeden Fall mal gesehen, dass ich nicht nur einen Oberkörper habe, dass ich kein Roboter bin. Normalerweise sieht man in Videos ja nur den Oberkörper von mir. Also in meinen Z-Vlogs sieht man nur hier so ab der Brust an, so den Kopf und so ein bisschen Schulter noch. Da könnte man glatt vermuten, dass ich Spinnenmensch oder ein Roboter bin. Aber ja, jetzt habt ihr das gesehen. Beine, menschliche Beine. Ja, kommen wir mal zur Sache. Hinter diesem Schneckchenkissen und dieser beigen Decke, hinter dieser hässlichen beigen Decke, ich weiß nicht, warum die da liegt, aber egal, hinter diesem Sofa ist etwas, das ich heute mal basteln will, was ich mal aufbauen will. Hi, hier bin ich. Hi, kann man mich sehen? Hallo, ich muss mal in die Hocke gehen, damit man mich sehen kann. Ja, wird heute ein bisschen fetziger. Hier haben wir was. Kann man schon sehen. Ja, hier ist eine Lampe. Ich habe mir eine Lampe besorgt, eine richtig coole Lampe. Und ich will die heute mit euch aufbauen. Ich hoffe, es passt alles auch sehr gut. Das ist die Glühbirne dafür. Ja, ich habe die Kamera mal dorthin gestellt, weil ich dachte, das sieht gut aus. Zumindest für die Lampe aus der Perspektive. Mal schauen, wie es klappt. Ihr werdet mich ein bisschen weniger sehen. Ich bin hier oben. Ja. Dann machen wir das Ganze doch mal auf. Ich brauche mal eine Schere oder sowas in der Art. Na komm. Lassen wir lieber weg. So, was haben wir denn hier? Ui, das sieht ja großartig aus. Kann man das irgendwie präsentieren? Kann man das irgendwie. Ich hoffe, ihr seht es irgendwie. Ja. Gibt es keine so großartigen Aufnahmen? Nahaufnahmen. Zeig uns mal ein bisschen näher ran. Und zeig's mal. So sieht's aus. Leicht schwer. Nicht so schwer, aber ja, geht. Unhandlich voll. Hier. Stückchen. Gegenstock. Stab, Metallstab. Den wunderschönen Rostlook. Bah, ist schon verrostet. So sieht's aus. Haben die mir hier verrostetes Zeug mitgegeben. Und extra viel Plastik. Ja, jedes einzelne Stück in Plastik eingewickelt. Warum auch nicht? Jede Menge Stäbe. Sollte eigentlich nicht so schwer werden und nicht so lange dauern, aber wie ich mich auch kenne, dauert das wieder viel zu lange. Holla, was haben wir denn hier? So viel Zeit. Ich hoffe, ich muss jetzt hier nicht zu viel schrauben und zu viel drehen. Ja. Wie schwer ist das Ding? Nicht so schwer. Okay, dann vertraue ich mal den Dingern, dass sie stehen. So, als unterstes kommen die hier. Da ist unten so eine Noppe dran, dass es auf dem Boden stehen kann. Da kommt dann. Ich glaube, das kommt da drauf. Anders hier rum. So. In die Röhre geschraubt, ein bisschen drehen und zack,
Das ist drin. Da müssen zwei übereinander. Dann würde ich mal sagen, das hier noch. Yep. Ein bisschen gelenkig hier über die Kisten zu laufen. So, festgeschraubt. Dann haben wir hier langes, rostiges Rohr. So. Dann zwei weitere, nicht drei. Das sind drei Fuß. Ich schätze, das muss da so reingeschraubt werden. Ich hoffe, man sieht es noch. Ja, es ist noch nicht zu hoch. Jedenfalls müssen wir es so ein bisschen machen. Und was sieht, ist auch so verliegen. So. Nummer 1 festgedreht. Da ist noch eine Schraube, die muss nicht festgedreht werden, oder doch, oder nicht. Mit dem Schraubenzieher nehmen, mit dem Schraubenzieher muss das nicht. Hält alles so, oder was? So festgeschraubt. Naja. Ohne Schrauben, ohne irgendwie ziehen, irgendwelche Nachjustierungen, einen Schrauben zu schlüsseln oder sowas, das soll einfach so stehen. Na gut, da ruckelt man nicht wirklich dran an der Lampe, aber ja, ja, ich weiß ja nicht. Habe ich hier das Großteil hier. Jetzt hole ich nochmal raus. Naja, so schwer ist es nicht. Das Hauptteil des großen der Lampenschirm. Ja, genau. Auf den Sofa rauf, auf das Sofa. Im Plastikverpackung. Ja, ich spitze schon ein bisschen. Wenn ich jetzt sag, ein bisschen in die gewohnte Bewegung. Das schwere Dingens. Da oben dran. Oder nicht. Erstmal die Schraube rausdrehen. Damit da was passieren kann, ist ja auch locker. Nichts verlieren, schön zur Seite legen, muss man dann sachte, ordentlich, das Kabel hier dann auch runter, auch das Kabel in Rost-Look so drauf gesetzt. Ich brauche mal eine zweite Hand, ich brauche eine dritte Hand, meine ich. Keine gute Idee. Niemand da. Schläckchen kann ich mithalten. Ich zweihändig. Auf, ja. So, das hier drauf. Das da drüber. So. Das dann festdrehen.
Im Schraubenzieher, der da unten liegt. Angst. Ich vertraue dem Link nicht. Feier. Nicht, dass mir das hier runterkracht. Feier. So, Schrauben. Keine Unfälle mehr bauen. Ja, hier schön am rostigen Stahl. Ja, ist ja nicht rostig, der Stahl. Hat nur einen rostigen Look. Hier oben sitzt fest, da unten. Ich traue den Rad nicht, das ist noch ziemlich locker. Hier unten gibt es eine Schraube, die man festdrehen kann. Die bist aber wirklich locker. Ein bisschen verstellen, glaube ich, oder? Ja, der Regler ist dafür da. Ihr seht das nur halb. Aber ja. Sehr gut. So, da haben wir noch was drin. In einer kleineren Kiste. So. Das Ding ist hier. Das ist so ein Schirm noch fürs Licht. Bring es mal ran an die Kamera. Hui. Da, tada. Wie sieht man das Ding? Ja, nicht sehr. Ziemlich hoch. Man kann es auch tiefer auch noch nach unten rücken. Oder? Ich kann mal locker schrauben. Ja, kann man. Cool. Nach unten. Dafür ist es ja da. Mal festmachen, wie man da Einleitung sagt, drauf damit. Wie meine Anleitung. So, vielleicht muss da irgendwas ab. Okay. Ja, so soll es hinmachen. In die Plastikhalterin. So. Aber so macht das Sinn. Ja, als Festhalterung für das klobige Ding. Dann kommt hier die Glühbirne hin, wie ich das verstanden habe. Oder nicht. So. Dann hier unter die Abdeckung. Bionische Schrauben, Nasekratz, Bartkratz. Glühbirnchen. Ich würde sagen, passt. Na. Ja, versuchen wir hier direkt daneben. So. Kabel, Stimmen. Vielleicht mache ich eine Infokarte mit der Abstimmung drin. Könnt mal abstimmen, was passiert, wenn Svenki den Strom ansteckt. Den Stecker an die Steckdose tut. Wird das Ganze in die Luft fliegen. Und die Wohnung ein Stück reißen oder haben wir einfach ein wundervolles Licht. Nein, ich tippe eher auf zweiteres, aber auf ersteres, also das mit der Explosion. Wenn wir mal sehen, duckt euch schon mal weg. Man weiß ja nie.
so einen Knopf dahin. Das ist eben so ein Druckknopf, da muss man einfach auftreten. Und dann geht das nämlich an. So, steck den Sticker rein. Ich drück mal schon. Angst. Klatsch an, klatsch aus, klatsch an, klatsch aus, so macht man's. Tada! So, dann ist das natürlich noch Höhenverstellung und richtbar hier. Hui. Kann ich euch mit anscheinern. Jetzt seht ihr nichts mehr, weil ihr geblendet werdet. Hui. Nach oben. Nach unten in euer Gesicht. Bam! Mach meine Kamera damit kaputt. Na dann, Däumchen nach oben, sollte es euch gefallen haben. Lasst ein Abo da, wenn ihr auf meinen Kanal seid. Und ja, keinen weiteren Setlog, kein weiteres Aufbauvideo, kein weiteres Minimum, wenn ihr es verpassen wollt. Habt noch einen angenehmen, fürstlichen Tag, kehrt euch wohl und haut da rein. Ich stelle das Ding jetzt mal in die Ecke, wo es hingehört, und dann, ja, man sieht sich in einem anderen Video. Bis dahin. Ciao, ciao. Spot an. Hui. Lumos Maxima. Hui. Ich kann zaubern. Der ist so schlecht.